Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns, so wie jede Woche, quasi alle neuen wichtigen Deutschrap-Releases jetzt heute, morgen, übermorgen. Bedeutet, falls ihr up-to-date sein wollt, bleibt auf jeden Fall jetzt am Start und lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Ansonsten geben wir uns jetzt den neuen Track von Kid, und zwar Geld macht Respekt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Den letzten Track, irgendwas mit Madame hieß er, den habe ich nicht so sehr gefühlt. Die davor habe ich aber alle sehr gefühlt. Gerade Psych zum Beispiel. Da waren einige Releases dabei, die ich sehr gefühlt habe. Und ich fand es auch cool, dass wir noch zu Living Life in the Night, dass wir dazu noch ein Musikvideo bekommen haben. Und ja, ich freue mich jetzt sehr auf Geld macht Respekt. Link zum Originalvideo natürlich ganz oben in der Beschreibung. Wir hören rein. Let's go. Oh, das ist ein geiler Beat. Das ist ein sehr geiler Beat. Es fühlt sich an wie so ein Logic-Type of Beat, weißt du? Geiler Beat, Junge. Okay, ganz kurz nochmal hier recorded bei Dilnas, Edit und VFX, Bezzy und Beske. Sagen mir alle nichts, aber Shoutouts gehen raus, wichtig Credit zu geben. Boah. Der König ist zurück, der Wagen ist, er lässt die Konkurrenz ins Glück, die Bank zählt fette Checks, das heißt auf meiner Wrist, Geld macht und Respekt. Oh mein Gott. Geld macht und Respekt. Holy shit, wunderschöner Beat, wie ich eben schon gesagt habe. Und Kid kommt sehr gut drauf. Sehr angenehme Stimme auch. Boah. Geld macht und Respekt. So ein nicer Mann. Nordseite jetzt auf die Karte. Die Jungs sind am Messen. Familie ist alles. Ich krieg alles mit, so als wär ihr verkabelt. Ich bin in der Trap. Chef für Geld macht und Respekt. Holy shit, vom Vibe her so nice. Ehrlich, ehrlich. Geiler Vibe einfach. Boah. Geld macht und Respekt. Jan geht auf die 1, zweimal in derselben Woche. Die Hater am Kotzen, hat wohl nicht geklappt. Auf den Untergang zu hoffen, was für ein Dreck. Denn Gott hat mein Back. Boah, das ist wirklich, wirklich ein richtig, richtig geiler Vibe. Also wirklich, das ist dieser. Da, also, es erinnert mich ehrlich vom Vibe auch, vielleicht auch hauptsächlich wegen des Beats, an Logic einfach sehr. Holy shit, an richtig so. Keine Ahnung, Mann. Das, du hörst das, das ist das, was du auf deinen AirPods hörst, wenn du durch die Stadt gehst und denkst, du kannst alles machen. Dir gehört die Welt gefühlt. Wisst ihr, das ist dieser Kind of Vibe. Auf den Untergang zu hoffen, das ist genau dieser Kind of Vibe. Denn Gott hat mein Back. Und belohnt mich mit Geld, Macht und Respekt. Boah. Ich gab die S-Klasse weg, weil ich humble sein wollte. Ein paar Monate später hab ich einen Porsche bestellt. Boah. Nur für den Flex. Geld, Macht und Respekt. Holy shit. Wow. Geld macht und Respekt. Donnern wohnt monatelang im Hotel. Du merkst, du machst irgendwas richtig. Boah, ey, ich komme gerade nicht auf diesen Vibe klar. Ich bin ehrlich, es schiebt gerade an, es holt mich richtig, richtig doll. Aber es kommt direkt auf jeden Fall, kommt direkt in meine Deutschrap-Stimmt-zu-Playlist auf Spotify rein. Und krass. Ist auch direkt was fürs 100k Deutschrap-Update. Lang im Hotel, du merkst, du machst irgendwas richtig, wenn du wirklich bist, wofür du dich hältst. Geld macht du Respekt. Krank, kranker Song. Geld macht du Respekt. Mein Balenciaga kommt straight aus Paris. Der Nordseite Drop ist sold out bei Release. Alles, was ich habe, habe ich mir verdient. Meine Jungs sind one on it, sie keepen es real. Wenn ich mach das Dick an den Läufer aussehen. Ich hab einmal geschrieben, sie hat sich verliebt. Den Vibe am Ende jetzt fühle ich immer noch, aber bei weitem nicht so doll wie den Vibe vom letzten, vom restlichen Track. Geld macht du Respekt. Geld macht du Respekt. Wow. Für mich ein Paradebeispiel davon, dass du nicht die ausgefallensten Themen, die krankesten Lyrics der Welt brauchst, sondern es reicht, wenn der Vibe stimmt, es authentisch ist und man sieht, dass du es fühlst. Das reicht. Boah. Holy shit. Das hat mich geisteskrank wirklich abgeholt. Wow. Geld macht Respekt von Kid. Geht nochmal rauf, lasst auf jeden Fall beim Musikvideo Liebe da. Wow, also wirklich, wirklich, wirklich hat mich ganz, ganz krass abgeholt. Wow, Digga, dicken Respekt. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso dieses Feeling auslöst wie bei mir oder ob ihr auch vielleicht auch so einen Logic-Vibe irgendwie gerade habt.
Aber Digga, das hat mich ganz, ganz krass abgeholt. Wirklich durch die Stadt laufen, AirPods rein und du hast gefühlt den besten Tag deines Lebens, wenn du diesen Track hörst und diesen Vibe hast und diesen Vibe spürst, Mann. Digga, ganz, ganz großen Respekt vor Kid im Allgemeinen. Auch der, boah, wie hieß der, 1995, war das 1995 der Track? Ich weiß nicht genau, auch davor ganz großen Respekt. Ich verfolge seine Streaming-Sachen ab und zu so ein bisschen, die Highlight-Videos, wenn die mir vorgeschlagen werden, gebe ich mir gerne mal oder auf TikTok. Kommt er sehr sympathisch und sehr humble rüber. Und geil, Mann. Richtig, richtig nice Track. Kommt direkt, wie gesagt, in meine Deutschrap-Stimmt-so-Playlist auf Spotify. Lasst gerne Feedback mal in den Kommentaren da, wie bei euch der Track angekommen ist. Ich muss es wissen jetzt so, ob Digga, keine Ahnung. Deswegen mache ich Reaction-Videos, Junge. Weil ich selber gerne Reactions gucke und so gefühlt wie mit meinem besten Homie dann zusammen die Musik hören kann und besprechen kann. Und ich hoffe, ich kann euch das Feeling so ein bisschen geben und ich werde mir gleich auch noch die Kommentare durchlesen, damit wir so gefühlt zusammen reingehört haben. Ich freue mich drauf, Freunde. Ich möchte gar nicht mehr so viel labern. Habt einen wunderbaren Tag. Ihr bleibt alle bitte so fresh und gut aussehend, wie ihr seid. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.